Ripple gegen die SEC, Experten sehen US-Börsenaufsicht im Nachteil. Ob XRP jetzt doch kurzfristig noch die Klage gewinnt und wie sich das Ganze hier natürlich auf den Chart auswirkt, werde ich euch heute ganz genau in diesem Video erklären. Also schaut euch dieses XRP-Video unbedingt bis zum Ende an. Und was mich natürlich auch sehr interessieren würde, was glaubt ihr? Wird die SEC, also die US-Börsenaufsicht, eher die Klage gewinnen oder ist Ripple im Recht? Schreibt eure Meinung dazu sehr gerne mal hier in die Kommentare und lasst uns hier mal eine Diskussion anregen, denn ich bin auf jeden Fall mal auf eure Meinung hier sehr gespannt. Wenn ihr meine Ripple bzw. XRP Videos natürlich feiert, dann drückt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Damit würdet ihr mich sehr krass unterstützen. So können wir natürlich auch ein wenig den YouTube-Algorithmus austricksen, denn dann wird das Video mehr Leuten ausgestrahlt. Und seid auf jeden Fall sicher, dass ihr diesen Kanal abonniert habt und die Glocke aktiviert. Und ich würde sagen, an dieser Stelle starten wir direkt hier mit diesem Video. Krypto Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Krypto Deutschland. In diesem Video geht es um Ripple, um XRP. Und zwar, was ist passiert? Es gab hier einen sehr spannenden Artikel, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Und zwar ist die Überschrift Ripple XRP gegen die SEC. Experten sehen US-Börsenaufsicht im Nachteil. Ganz am Anfang sah es ja nicht so gut aus für XRP. Jetzt ist XRP aber im Vorteil. Und das sagen jetzt sogar Experten, die am Anfang sogar auf der Seite der US-Börsenaufsicht waren. Ich erspare euch jetzt natürlich mal den ganzen Artikel. Ich habe ihn natürlich schon für euch hier gelesen. Um das Ganze jetzt hier einmal kurz zusammenzufassen, geht es darum, dass die SEC, also die US-Börsenaufsicht, hier Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Das bedeutet, hier steht es auch kurz zusammengefasst, im Prozess der US-Börsenaufsicht SEC gegen Ripple XRP zeichnet sich nach Ansicht mehrerer Experten zunehmend eine Niederlage der Behörde ab. Das bedeutet, dass viele Experten, die auch teilweise jetzt vorher auf der Seite der US-Börsenaufsicht standen, jetzt drüber geswitcht sind zu Ripple und Ripple im Recht sehen. Und ein Argument dafür ist mögliches prozessuales Fehlverhalten der SEC. Das heißt, dass die SEC Ripple über gewisse Ermittlungen nicht rechtzeitig informiert hat, wie das auch hier einmal in der Headline steht. Hier gab es nämlich die Fragestellung, hat die SEC Ripple rechtzeitig über Ermittlungen wegen XRP informiert, und da gab es wohl Fehlverhalten und da könnte Ripple jetzt tatsächlich rauskommen, was hier auch in meinen Augen noch sehr spannend war. Hier stand, in der Vergangenheit waren Kryptounternehmen stets eingeknickt, wenn die SEC mit Klage drohte, und hatten Strafzahlungen akzeptiert. Und so könnte das Duell zwischen der SEC und Ripple tatsächlich zu einer grundsätzlichen Neuordnung der Regulierungsrechte der Börsenaufsicht für die Kryptobranche führen und das, was uns natürlich interessiert, mit Vorteil für Bitcoin und Co. Das heißt, das Ganze, der ganze Prozess, wenn er natürlich jetzt für die US-Börsenaufsicht in die Hose geht, was ich mir natürlich auch erstmal grundsätzlich wünsche, dann wird sich das natürlich sehr krass auf XRP auswirken. Wie werden wir uns hier auch gleich charttechnisch einmal anschauen, was das Ganze für Auswirkungen haben kann. Im Moment ist es ja aktuell noch relativ unklar. Und wie wir es bereits auch eben gelesen haben, wenn die SEC mit einer Klage drohte, haben die meisten Kryptowährungsunternehmen Strafzahlungen akzeptiert. Ripple ist dann natürlich hier auf Kriegsfuß gegangen, hat gesagt, nein, wir gehen jetzt tatsächlich in den Prozess, und wenn Ripple gewinnt, wäre das auf jeden Fall sehr stark und wäre auch ein historischer Punkt für die Kryptowährungen, denn dann kann die SEC nicht mehr so einfach anderen Kryptowährungsunternehmen, wo man das wahrscheinlich nicht so oft mitbekommt, weil es öfter natürlich auch kleinere sind. Ripple ist jetzt halt der Riese, der sich natürlich auch so einen Prozess leisten kann. Es kostet natürlich auch sehr viel Geld, gegen die US-Börsenaufsicht natürlich zu klagen und beziehungsweise da im Prozess zu gehen. Man braucht hunderte Anwälte. Es kostet auf jeden Fall sehr viel Geld. Das möchte ich persönlich nicht so gerne bezahlen. Aber auf jeden Fall kann das sich sehr, sehr schön hier für die ganze Kryptowährungsbranche natürlich auswirken, was dann zu einem vor allem sehr starken Pump bei XRP, jetzt sind wir auch hier einmal am Chart, könnte natürlich zu einem sehr starken Pump hier bei XRP führen und könnte natürlich auch dazu führen, dass andere Kryptowährungen weiter hochgehen, weil mehr Sicherheit im Markt ist. Aktuell ist der Markt ja hier grundsätzlich ein wenig down gerichtet, also wir sind hier auf jeden Fall abwärts gerichtet, grundsätzlich erstmal, weil sehr viel Unsicherheit aufgrund der Kriegssituation, Corona und so weiter und so fort, Fed-Zinserhöhung, alles spielt hier mit rein, dass aktuell sehr viel Unsicherheit im Markt ist. Aber wenn Ripple die Klage gewinnt, was stets ungewiss ist, dann könnte sich das Ganze natürlich hier sehr positiv einmal auswirken. Und jetzt kommen wir auch einmal zur technischen Analyse, denn ich habe nicht nur einen Ripple-Chart für euch vorbereitet, ich habe zwei Ripple-Charts für euch hier einmal vorbereitet. Ich habe das Ganze hier auch möglichst simpel für euch eingezeichnet, damit das auch hier jeder wirklich nachvollziehen kann. Wir sehen hier erstmal ganz klar, okay, Ripple kommt hier aus einem Aufwärtstrend und konsolidiert hier aktuell in diesem potenziellen
Symmetrical Triangle Pattern, was ich euch auch gleich in einer anderen Art und Weise einmal zeigen werde, wie man das Ganze hier auch zeichnen kann. Und wenn wir uns das ganz genau anschauen, hätten wir, wenn wir die Breakout Line hier hinsetzen, hätten wir einen Price Tag von $2.50, da wir zu diesem Zeitpunkt leider nicht ausgebrochen sind, müssen wir natürlich den Point des potenziellen Breakouts einmal verschieben, was natürlich unser Price Target ein wenig schrumpfen lässt, aber das Preisziel wäre natürlich immer noch sehr hoch und lägt dann hier bei $2.30. Und das Preisziel könnte natürlich erreicht werden, wenn wir jetzt auch die Klage gewinnen, kann das natürlich zu einem sehr, sehr starken Pump führen. Und aktuell ist XRP ja auf einem sehr geringen Level, was mich natürlich auch überlegen lässt, ob ich nicht vielleicht doch nochmal hier mein Portfolio mit XRP aufstocke, weil wenn ich jetzt hier für 73 Cent kaufen kann, potenziell dann hier an dieser Stelle für $2.30 verkaufen kann, wäre das ja auf jeden Fall ein gutes Geschäft, was wir hier machen würden. Was wir jetzt auch hier sehen, wir sind bei XRP zweimal hier nach unten hin ausgebrochen. Ich werde euch auch ein Pattern zeigen, was ich euch im letzten XRP-Update gezeigt habe. Das erste Mal sind wir hier nach unten ausgebrochen, haben hier auf diesem Support, auf dem wir auch vorher schon Support gefunden haben, auch hier war es vorher ein Widerstand, vorheriger Widerstand wird dann zukünftiger Support und hier sind wir immer wieder hochgekommen. Jetzt ist allerdings XRP aus einem Triangle-Pattern, was sich hier eingezeichnet hat, auch nach unten hin ausgebrochen und wir haben nochmal diesen Bereich getestet, haben wieder Support bekommen. Allzu oft sollten wir diesen Bereich hier unten, der bei ca. 63 Cent anfängt, nicht mehr testen, denn je öfter wir einen Support testen, desto schwächer wird dieser Support und desto eher bricht dieser Support und ein Bruch von diesem Support sollten wir uns definitiv nicht erlauben, denn sobald dieser Support bricht, würde es zu einem etwas stärkeren XRP-Crash kommen. Jetzt kämpfen wir hier aktuell mit dem Widerstand oder Support. Was es jetzt ist, ist noch nicht hier ganz klar. Auf jeden Fall kämpfen wir jetzt hier aktuell mit diesem Level und für uns wäre natürlich wichtig, hier wieder hochzukommen, um aus diesem Chart-Pattern hier einmal weiter nach oben hin auszubrechen. Wann ich persönlich mit einer sehr starken XRP-Aufwärtsbewegung rechne, wäre in der Situation, sobald wir hier diesen Widerstand, der sich jetzt hier schon über lange Zeit abgezeichnet hat, sobald wir diesen hier einmal durchbrechen, würde ich mit einer sehr starken XRP-Bewegung rechnen. Aber um diesen Widerstand hier zu durchbrechen, brauchen wir natürlich auch sehr viel Volatilität, die hier bei XRP reinkommt. Das heißt, wir brauchen sehr viele Käufer, um dann letzten Endes auch weiter nach oben hin ausbrechen zu können. Und das könnte natürlich passieren, sobald wir hier die Klage gewinnen oder sobald mehr positive News reinkommen. Ich denke, ein paar positive News werden natürlich XRP auch schon zu einem Großteil reichen, hier schon mal auszubrechen. Aber den finalen Pump, um wirklich dann hohe Preisziele zu erreichen, dafür brauchen wir definitiv mehr Käufer am Markt. Die kriegen wir dann auch nur rein, wenn XRP diese Klage gewinnt. Denn das Problem bei XRP ist, es herrscht bei XRP vor allem dort aktuell sehr viel Unsicherheit. Man überlegt sich aktuell doppelt und dreifach, soll ich jetzt in XRP investieren? XRP ist ja in einem Gerichtsprozess. Und auch wenn es gut für XRP aktuell aussieht, muss man natürlich dazu sagen, dass es noch nicht final entschieden ist. Das heißt, es kann immer noch zu einer Niederlage auf Seiten XRP kommen. Und das wäre natürlich alles andere als gut und natürlich auch alles andere als wünschenswert. Das heißt, XRP ist auch jetzt aus der aktuellen Sicht, auch wenn es gut aussieht, nicht 100% garantiert, dass man damit Gewinn macht und es ist immer noch ein sehr starkes Risikoinvestment und ich würde das Investment natürlich auch riskanter einschätzen, als wenn ich jetzt einfach mein Geld in Bitcoin investiere. Jedoch hat XRP, wenn wir hier nochmal einmal zurück in den Chart gehen, natürlich nach oben hin sehr, sehr viel Luft, vor allem weil wir bereits ein Hoch hier hatten auf knapp dem Level von $2. Jetzt zeige ich euch allerdings nochmal ein anderes Chart-Pattern. Wenn wir uns dieses Chart-Pattern anschauen, sehen wir auch, wir haben hier ein Symmetrical Triangle. Allerdings ein wenig anders gezeichnet. Hier in diesem Symmetrical Triangle hätten wir einfach ein paar mehr Widerstandsbereiche nach oben hin und hätten damit sozusagen diesen Widerstand deutlich öfter getestet, was natürlich ein Breakout aus dieser Sicht natürlich auch wahrscheinlicher macht. Und hier den Support hätten wir bereits auch oft getestet. Das heißt, auch dieses Triangle Pattern wäre jetzt potenziell nicht falsch eingezeichnet. Das heißt, das ist auch weiterhin hier ein gültiges Triangle Pattern. Und wie ein Triangle Pattern funktioniert, kann ich euch einfach mal anhand eines Beispiels erklären. Wir kommen hier beispielsweise wie hier bei Ripple auch aus einem Aufwärtstrend und dann gibt es nach einer Bewegung, also einen Aufwärtsimpuls nennt man immer im Kurs Bewegung und dann gibt es eine Konsolidierung und während so einer Konsolidierung bilden wir halt oft eine Art Triangle Pattern. Das heißt, wir haben hier Higher Lows konstant, das heißt, wir machen hier keine Lower Lows, diese Wick würde ich hier an dieser Stelle nicht mitzählen, aber wir gehen hier immer höher von den Tiefpunkten her und gehen immer niedriger von den Hochpunkten. Das bedeutet, innerhalb von diesem Triangle Pattern gibt es aktuell keinen klaren Trend. Bei einem Breakout nach
oben. Das heißt, wenn wir das nächste oder das letzte Hoch durchbrechen, wären wir ja wieder in einem Aufwärtstrend, was natürlich für einen Trendwechsel sorgt und dafür sorgt, dass wir in der Regel deutlich weiter nach oben hingehen. Beim Abwärtstrend ganz genau. Wenn wir jetzt hier das letzte Low durchbrechen, würden wir einen Abwärtstrend bestätigen und sehr wahrscheinlich weiter runtergehen. Und so funktioniert dann eben das Triangle. Das heißt, bei einem Breakout nach oben ist die Chance sehr hoch, dass wir deutlich weiter nach oben hin steigen. Und so komme ich dann natürlich auch hier auf ein potenzielles Price-Target von $2.30, weil bei einem erfolgreichen Breakout nach oben, wo wir die letzten Hochs brechen, würde es natürlich sehr viel Kaufvolumen kriegen. Wir hätten einen klaren Trend, weil aktuell, um nochmal drauf zurückzukommen, haben wir hier bei XRP keinen Trend, sondern eher eine Seitwärtsphase. Aber wie man auch hier sehr leicht erkennen kann, spitzt sich das Ganze zu. Das heißt, wir werden irgendwann einen Breakout sehen. Das heißt, der Trendwechsel ist nah. Entweder brechen wir dann halt nach unten hin aus und wie wir ausbrechen, kann man natürlich nicht vorhersehen. Die Chance, dass wir aber nach oben ausbrechen, ist höher, da wir aus einem Aufwärtstrend kommen. Und wenn wir aus einem Aufwärtstrend kommen, ist die Chance meistens höher, dass wir auch den Breakout nach oben hin sehen. Auch wenn die Chance höher ist, ist diese Chance allerdings nicht garantiert. Das heißt, wir müssen auch weiterhin warten, ob gute News hier in den Markt reinkommen. Das wäre auch sehr wichtig für XRP und sollten natürlich auch darauf warten, dass wir hier nicht weiter nach unten gehen. Allerdings, falls wir weiter nach unten gehen, kann man natürlich hier auf diesen Punkt einmal einkaufen und bei einem erfolgreichen Breakout hätte man dann natürlich hier den allerbesten Einstiegspreis, wenn man hier einkauft. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir hier keine unserer Strukturen kaputt machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier deutlich weiter nach unten gehen, hätten wir ein Lower Low gemacht und wären in einem Abwärtstrend und dann würden natürlich alle Trader XRP erstmal weiter abwärts traden und genauso wäre es beim Aufwärtstrend. Wenn wir nämlich ein neues Hoch kriegen, würden nämlich alle Trader XRP aufwärts traden, ganz simpel gesagt. Und so kommen natürlich dann viel mehr Volumen in den Markt, viele Leute kaufen und das wäre natürlich sehr vorteilhaft für XRP. Vor allem, wenn es einen Pump gibt, gibt es immer die Leute, die dann schnell mit auf den Zug aufspringen wollen und sowieso reinkaufen. Das muss man auch einkalkulieren. Das heißt, bei XRP wird es weiterhin spannend. Wir müssen jetzt hier warten, bis dieses Pattern einmal ausbricht. Grundsätzlich sieht es in meinen Augen mittlerweile sogar echt gut für XRP aus. Man muss aber natürlich im Hinterkopf behalten, dass XRP trotzdem weiterhin ein Risikoinvestment ist. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr hier einen Daumen nach oben gebt, diesen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und dann sehen wir uns heute Abend um 8 Uhr im Livestream wieder. Und bis dann und ciao.